Das Wort hat jetzt der Kollege Volker Beck von Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn hier die Koalitionsredner die aktuelle schwierige Situation versuchen wegzureden, dann lesen Sie doch mal die Worte des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts nach, Herrn Papier, zur jetzigen Situation, die wir ab 0 Uhr morgen früh haben. Die Bundesrepublik Deutschland steht ohne ein Wahlrecht da. Der Präsident hat Ihnen die Konsequenzen ausgemalt. Er hat gesagt, dass ein Bundestag, der aufgrund dieses verfassungswidrigen Wahlrechts dennoch gewählt werden würde, womöglich aufgrund einer Wahlprüfungsbeschwerde die Wahl für ungültig erklärt wird und dann eben eine Heilung des verfassungswidrigen Wahlgesetzes durch den Bundestag selbst nicht mehr möglich wäre. Das sind Worte nicht von mir, sondern vom ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Deshalb, es droht eine Staatskrise ab heute 0 Uhr, wenn die Kanzlerin die Nerven verliert. Und das verstehe ich total bei dieser Koalition, wenn ihr das passieren würde. Und hier die Vertrauensfrage mit irgendeiner Vorlage verbindet, womöglich mit der Griechenlandhilfe, und sie dann verliert. Was ist dann los? Das kann uns nächste Woche passieren. Das kann in der ersten Sitzungswoche im September passieren. Und deshalb ist das keine Kleinigkeit, die jetzige Situation, die wir haben. Meine Damen und Herren, dass Sie 3 Jahre für diesen Gesetzentwurf gebraucht haben, das erklärt sich mir allerdings nicht. Das geht im ersten Absatz. Wir haben gar keinen. Unser Gesetzentwurf ist der erste, der vorlag, ist derjenige, der das negative Stimmgewicht und die Überhangsmandatproblematik eindeutig beseitigt und der ein Vorschlag ist, den das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum negativen Stimmgewicht ausdrücklich erwähnt hat als einen möglichen Lösungsweg. Also plustern Sie sich nicht hier auf, Herr Rupert, sondern lesen Sie das Urteil noch mal nach. Aber wenn man Ihren Gesetzentwurf liest, dann wird es einem übel. Das geht schon beim Wortlaut los. Da wird davon gesprochen, dass die Sitze, die sich in den einzelnen Ländern zuordnen lassen, sich in Zukunft nach der Zahl der Wähler in jedem Land richten. Ja, was meinen Sie denn jetzt? Meinen Sie die Wahlberechtigten in diesem Land oder die Leute, die die Stimme abgegeben haben? Ein bisschen mehr Normenklarheit, wenn man schon 3 Jahre über einen Gesetzentwurf brütet, wäre dann schon angemessen. Und wenn Sie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nachlesen, dann hat es uns diese 3 Jahre eine relativ lange Frist gegeben im Hinblick darauf, dass das Bundeswahlgesetz ziemlich unverständlich geschrieben ist und dass der Gesetzgeber die Aufgabe auch annehmen sollte, das klarer und verständlicher zu formulieren. Ein Beispiel aus Ihrem Gesetzgebungslabor ist der Paragraph 6 Absatz 2a. Der ist wirklich an Normenklarheit und Verständlichkeit schwer zu toppen. Ich lese ihn deshalb auch vor. Sie haben es ja nicht getan, das bleibt das für mich übrig. Ist der Quotient aus der Summe der positiven Abweichungen der auf die Landeslisten einer Partei entfallenden Zweitstimme von den nach Absatz 2 Satz 6 für die errungenen Sitze erforderlichen Zweitstimmen geteilt durch die im Wahlgebiet für ein oder zu vergebende Sitze erforderliche Stimmzahl größer als 0,5, werden den Landeslisten dieser Partei mit der höchsten positiven Abweichung weitere Sitze nach Maßgabe des Absatzes 2, Sätze 3 und 4, zweiter Halbsatz, zugeteilt. In einem solchen Fall erhöht sich die Gesamtzahl der Sitze, Paragraph 1, Absatz 1, um die Unterschiedszahl. Ja, super Regelung, total verständlich. Und dieser Paragraph, dieser Absatz löst ein Problem, das Sie erst selbst durch die Aufteilung des Wahlgebietes in 16 Länder geschaffen haben, zum Wohle der FDP. Aber ich finde, wenn man so einen Vorschlag macht, muss man das ausgleichen, weil das in der Tat bedeuten würde, dass Sie ansonsten 7 oder 8% bei den Umfragen haben müssen, um überhaupt auf 5% der Stimmen zu kommen. Das wäre nicht fair gegenüber Ihnen. Sie sollen nach fairen Regeln hier gegebenenfalls verlieren, aber nicht nach unfairen. Das konzidiere ich. Das ist das Demokratieprinzip. Aber warum wir neben den Überhangmandaten
jetzt auch noch Überlaufmandate schaffen, mit denen der Bundestag vergrößert wird nach dieser Regelung, statt uns an den Ausgleich zu machen der Überhangmandate oder die Überhangmandate, wie wir das vorschlagen, zu beseitigen. Das verstehe, wer will. Das Entscheidende beim Wahlrecht ist doch, dass die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Wahlentscheidung entscheiden, welche Parteien hier gemeinsam oder alleine im Deutschen Bundestag über eine Mehrheit verfügen. Und nicht, dass die Bürger die wählen, die Mehrheit wählen und danach diese Seite die Mehrheit der Sitze hat. Dann graben wir Demokratiemüdigkeit und die Menschen sagen, meine Wahl bewirkt ja gar nichts. Irgendein wundersames Instrument im Wahlrecht führt zur Umkehrung der Ergebnisse. Das ist demokratiefeindlich und zerstört die Grundlagen der parlamentarischen Demokratie. Und das Bundesverfassungsgericht hat es Ihnen doch zweimal gesagt, dass beim negativen Stimmgewicht das Problem die Überhangmandate sind. Aus dem Urteil selbst zitiere ich: Der von den Beschwerdeführern angegriffene Effekt des negativen Stimmgewichts tritt im Zusammenhang mit Überhangmandaten bei der Verteilung von Mandaten auf verschiedene verbundene Landeslisten auf und beruht auf einem Zusammenspiel der Normen, und dann werden die Paragraphen zitiert. Herr Beck, damit Sie es verstehen, hat das Bundesverfassungsgericht am 25. Februar 2009 eine Wahlprüfungsbeschwerde zurückgewiesen, die die Überhangmandate betraf, mit der Begründung, die vom Beschwerdeführer aufgeworfene Frage der Verfassungswidrigkeit von Überhangmandaten wird sich nach einer Neuregelung der Problematik des negativen Stimmgewichts nicht mehr in der gleichen Weise stellen. Bei Ihnen stellt es sich in der gleichen Weise. Es wird lediglich noch durch die Problematik der Überlaufmandate getoppt. Deshalb ist Ihr Gesetzentwurf keine Lösung des Problems. Er ist verfassungswidrig und er ist schlecht gemacht.